Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die drei Fragezeichen und der Riesenkraken. Justus, hier Peter. Hast du Clark erreicht? Der Empfang ist schlecht, Zweiter. Ich verstehe dich kaum. Ich bin bei Kelly. Wir haben versucht, mit einer weiteren Rundmail alles ins Reine zu bringen. Aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Jetzt verabreden sich immer mehr Deppen zum Strandfest, aufblasbare Kraken mitzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Hallo? Peter? Er hört mich nicht. Ich gehe mal ein paar Schritte. Vielleicht wird der Empfang dann besser. Peter? Nicht zu machen. Hier vielleicht? Und hier? Oh nein, das Fläschchen Diethylether ist zerbrochen. Seine Dämpfer haben die Eigenschaft... Mir wird ganz schummrig. Just? Oh weh. Justus hat die freigesetzten Dämpfe eingeatmet. Bis die Wirkung des Diethylethers nachlässt, muss sich der erste Detektiv mit einer veränderten Wahrnehmung abfinden. Es steht zu befürchten, dass ihm seine Sinne Streiche spielen. Ich brauche frische Luft. Oh nein. Professor Clark? Sind Sie das auf dem Klo? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme zu Ihnen. Meine Beine sind elastisch. Besetzt! Wenn du frische Luft suchst, bist du hier grundverkehrt. Tür zu! Tür zu! Nanu, wo ist denn mein Tatort hin? Ich muss den Vorfall rekonstruieren. Nun gut, ich bin Professor Clark und es hat ans Fenster gepocht. Und dann... Der Elasmosaurus schnarcht? Nein, das kommt von der Hängematte. Eine flotte Karotte. Ich könnte einen Kaffee aufsetzen, aber in meinem Zustand würde ich mich nur verbrühen. Was für ein Gestank. Wenn man mal ein Fenster braucht, ist keins da. Was hat Clark hier gesehen? Ich sehe... nichts. Das Monster aus dem Meer. Es greift an. Der Riesenkrake kommt mich holen. Das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein! Bitte nicht! Da soll mich doch... was zum... nur weg von hier! Was für ein Albtraum. Ich muss mich konzentrieren. Also... Clark ist vor Schreck zurückgewichen. Zur Tür ist er nicht geflohen. Er hat sich der Wand mit dem Modell zugewandt. Was pulsiert denn da? Alle Augen sind auf mich gerichtet. Hat jemand ein Auge auf mich geworfen? Oh, ich muss wirklich alle Augen treffen.
jetzt habe ich glatt das Auge des Dinos abgeschmettert. Da hat jemand ein Auge auf mich geworfen. Ich hab doch ins Auge gegangen. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Ich hab das. Nein, Güte. Auge auf mich geworfen. Habe ich glatt das Auge des Dinos abgeschmettert. Warum? Das Auge des Sauriers. Heureka! Der Schwanz des Sauriers verrät mir, wo sich Professor Clark versteckt hält. Was zum... Nanu... Justus? Peter, schön, dich zu hören. Mensch, Just, ich hab mir Sorgen gemacht. Entweder es war gar nicht zu hören, oder du hast ziemlich wirres Zeug von dir gegeben. Ich bin bei Professor Clark und hatte ein ziemlich schräges Erlebnis. Ich werde jetzt erst einmal einen Saurier beim Schwanz packen. Saurier? Justus, wenn du mich mal wieder auf die Folter spannen willst... Oh Mist, mein Akku ist leer. Ich... Tja, jetzt bleibt Peter die Gruselgeschichte erspart. Nur gut, dass die Wirkung des Diethylethers abgeklungen ist. Das also ist mir die ganze Zeit entgangen. Die Wand hinterm Modell birgt Geheimnisse. Ein Fingerabdruckscanner. Ich vermute, er verschafft Zugang zu einem Geheimversteck. Meinen Daumen lehnt das System ab. Es akzeptiert sicher nur den Abdruck von Professor Clark. Ob sich der Scanner mit einer Nachbildung täuschen lässt? Professor Clark hat auf dem Glas Fingerabdrücke hinterlassen. Am deutlichsten ist der vom rechten Daumen. Hier finde ich sicher etwas zur Herstellung von Fingerabdrücken. An durchsichtigem Klebefilm bleibt sogar Pulver haften. Bleistiftminen bestehen aus Graphit.
Entweder bezweifelt Ocean Ops den Erfolg von Clarks Professor Clark hat auf dem Glas Fingerabdrücke. Frage ist, wie kriege ich denn das ab? Also, dachte ich, könnte das Messer nehmen. Diese Karotte gibt einen prima Daumen ab. Vorausgesetzt, ich stutze sie zurecht. Ein künstlicher Daumen. Allerdings fehlt der passende Abdruck. Entweder bezweifelt Ocean Ops den Erfolg von Clarks Experiment. Bin ich irgendwo ein Anspitzer? Professor Clark hat auf dem Glas Fingerabdrücke hinterlassen. Die Feile eignet sich, um Fingerabdruckpulver herzustellen. Mit Hilfe von Feile und Bleistiften habe ich feines Graphit erhalten. Ergo, Fingerabdruckpulver. Das für Viecher hier. Professor Clark hat auf dem Glas Finger. Gesiebt werden. Ein feines Sieb sorgt für eine feine Verteilung. Sieb und Pulver ergeben die ideale Kombination. So. Professor Clark hat auf dem Glas Finger. Ich habe die Glasfläche mit dem Pulver bestäubt. Ich dachte, jetzt kommt der Klebeband einfach drüber. Jetzt muss ein Pinsel zum Einsatz kommen. Ein Pinsel? Was ist ein Pinsel? Wenn man Abdrücke sichern will, ist ein Pinsel unentbehrlich. Jetzt muss ein Pinsel zum Einsatz kommen. Die Abdrücke sind nun deutlich zu erkennen. So, jetzt stimmt's. Sieht ein bisschen aus wie ein Heftpflaster und hat den Vorteil, dass ich damit Clarks Daumen nachbilden kann. Fertig ist Clarks Daumen. Ich werde verrückt. Es klappt. Wer ist da? Justus? Justus Jonas? Steckst du hinter dem Scherz mit der Scheibe? Aber wir haben über Festnetz telefoniert, als es geschah.
womit plausibel ist, dass ich als Verdächtiger ausscheide. Ja, sicher. Verzeih, ich bin komplett überarbeitet. Mein neues Buch, die Finanzlage, zu viel Kaffee. Und dennoch, ich habe einen Tentakel gesehen. Kurioserweise hätte mich diese Frage auch ohne Zwischenfall zu Ihnen geführt. Kann es sein, dass ein riesenhafter Krake oder Kalmar aus dem Meer steigt und über Land wandelt? Natürlich nicht. Ein für alle Mal. Es war ein Streich und ich habe überreagiert. Wo bleibt eigentlich die Polizei? Wird ein Panic Room von innen verschlossen, empfängt die Polizei automatisch ein Notsignal. Wenn man vom Teufel spricht. Komm, Justus. Seinen Freund und Helfer soll man nicht warten lassen. Inspektor Cotta hat Clarks Aussage aufgenommen. Wenn ich mit ihm spreche, behalte ich unsere Ermittlungsergebnisse besser für mich. Heute ist der Tag der Spinner. Unsere Leitungen waren überlastet wegen dieser Scherzanrufe. Ein Riesenkrake sei am Strand gesichtet worden. Und jetzt das hier. Steckt dein Freund Peter Shaw dahinter? Aber Inspektor Cotta, Sie kennen uns doch. Wir erlauben uns keine Scherze mit der Polizei. Ja, mir gibt nur zu denken, dass immerzu Peters Name fiel. Auch als ich ein mieses Foto bekommen habe, samt Aufforderung zum Strandfest Kraken mitzubringen. Das ist Ihr Handy, Clark. Hier, Clark. Ein lukratives Angebot. Lassen Sie hören. Das ist nicht zu fassen. Entschuldigung angenommen. Und wie geht's weiter? Verstehe. Gut. Sie melden sich dann wieder. Ein lukratives Angebot? Diese Töne sind mir nicht neu. Sind wir hier bald fertig, Inspektor? Ich glaube, ich verzichte auf eine Anzeige. Wir sind fertig, wenn ich es sage. Sind wir hier bald fertig, Inspektor? Wir sind fertig. Ein Riesenkrake. Es gibt schon außergewöhnliche Mutationen. Und schließlich sind unsere Köpfe rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Erzählen Sie diesen Unsinn meinetwegen den Presse-Heinis, aber bitte nicht in meiner Gegenwart. Ein Riesen... Erzählen Sie diesen Unsinn meinetwegen der... Sind wir hier bald... Wir sind fertig. Auf dem Flugblatt stand etwas von einem lukrativen Angebot mit Verweis auf eine Werbeagentur. Ich sollte es dem Professor nicht vorenthalten. Eine Notiz? Lass sehen. Die Nachricht stammt von Miss Benchman, der PR-Expertin, mit der ich telefoniert habe. Sie will mein Buch promoten. Und was macht sich da besser als meine Wenigkeit? Experte und Opfer in Sachen Riesenkrake zu Wort kommen zu lassen. Justus, dein Handy. Hallo, Chef. Ich bin gerade auf dem Rückweg und wollte mich melden. Hallo, Bob. Ich bin gerade auf etwas Heißes gestoßen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also, ich war im Lord of Steampunk und habe eine entzückende Bekanntschaft gemacht. Justus berichtet von Professor Clarks Sinneswandel. Schließlich ergreift Bob die Gelegenheit, von seiner jüngsten Begegnung zu berichten.
in einem Fachgeschäft am Rande von L.A. und davon, was es mit Steampunk auf sich hat. Steampunk. Die elende Parkplatzsuche hat ein Ende. Nun wollen wir mal sehen, was es mit der Krakenpfeife auf sich hat. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.